Wer ist Vegapunk? Was hat er nicht nur mit dem Mond, sondern auch mit den Monden zu tun? Und welche gigantische Rolle wird er mit seinen Zielen noch in der Geschichte einnehmen? Das und mehr in diesem Video. Das Gute und das Schlechte, zwei Eigenschaften, die wir in Vegapunk finden. Und das ganz buchstäblich, denn während Vegapunk 1 Shaka für die Gutartigkeit steht, so steht Vegapunk 2 Lilith für die Bösartigkeit. Und es ist zugegeben nicht ganz einfach, aber wir müssen, um Vegapunk wirklich verstehen zu können, Shaka und Lilith irgendwo als zwei eigenständige Figuren betrachten. Sie tragen zwar beide den Namen Vegapunk, doch haben sie zwei vollkommen andere Auffassungen von Moral, und das hat Oda in den wenigen Kapiteln, in denen wir die beiden kennen, bereits untermalt. Liliths erste Tat bestand darin, den Strohhüten mitzuteilen, dass sie für die Weltregierung arbeitet. Implizit verdeutlicht sie sogar, dass sie viel von der Weltregierung hält, denn sonst würde sie nicht betonen, dass sie trotz ihrer Mittelmäßigkeit für die Weltregierung arbeitet. Also, als ob es eine Ehre wäre. Und sie sagt bewusst nicht für die Marine, sondern für die Weltregierung. Das ist deshalb wichtig, weil Shaka wiederum mit dem Gegenstück zur Weltregierung interagiert. Shaka steht nämlich mit Dragon selbst in Kontakt und die Art und Weise, wie sie untereinander kommunizieren, erweckt den Eindruck, als ob sie Vertraute wären. Wir sehen also, Lilith und Shaka sind in diesem Aspekt zwei vollkommen konträre Persönlichkeiten, beziehungsweise besitzen sie vollkommen konträre Ansichten. Lilith die Bösartigkeit und Shaka die Gutartigkeit. Das heißt also, dass beide durchaus auch gegeneinander arbeiten können, sich gegenseitig behindern können, obwohl sie beide Splitter von Vegapunk sind. Und dieses Konträre ist auch nichts Neues, wenn es um Vegapunk geht. Auf der einen Seite hilft er den Kindern, die Caesar als Experiment nutzte, hat aber gleichzeitig mit Caesar zusammengearbeitet und erschafft in Form der Seraphim selbst Kinder, die dann als Soldaten missbraucht werden. Er nimmt Kuma den Charakter, macht ihn zu einem willenlosen Sklaven der Weltregierung, baut ihm gleichzeitig aber den Befehl ein, die Strohhüte zu retten und ihr Schiff zu beschützen, um einfach mal zwei Beispiele aufzuzeigen. Wir sollten Vegapunk also sowohl als moralisch gut, als auch als moralisch schlecht betrachten. Heißt übersetzt, Vegapunk ist imstande dazu, der Weltregierung zu helfen und imstande dazu, die Revos zu unterstützen. Er ist imstande dazu, mit einem Caesar zusammenzuarbeiten, gleichzeitig aber auch ihn auszuliefern, damit dieser keine Gräuel mehr begeht. Er besitzt 6 Satelliten und jeder von diesen Satelliten hat seinen eigenen Charakter. Und doch sind und bleiben sie Satelliten von Vegapunk. Das bedeutet, dass sie durchaus Gemeinsamkeiten besitzen. Zum Beispiel forschen sie alle und da wir erfahren haben, dass Vegapunk sie erschuf, um Arbeit zu machen, die er sonst zeitlich nicht geschafft hätte, können wir davon ausgehen, dass Vegapunk mit dieser Arbeit ein gewisses Ziel verfolgt, das sich alle teilen. Nur besteht dieses Ziel eben nicht darin, die Revos oder die Weltregierung zu unterstützen, sondern muss noch etwas Übergeordneteres sein. Wenn wir über Vegapunk reden, reden wir auch immer über sein Genie. Jetzt, wo wir ihn sehen, sehen wir auch so richtig, wie fortschrittlich er ist. Was immerhin kein Wunder darstellt, da er dem Forschungsstand 500 Jahre voraus sein soll. Also ihr merkt schon, der Zukunftsbegriff ist im Kontext mit Vegapunk sehr zentral. Aber wie sieht es eigentlich mit der Vergangenheit aus? Es gibt ja nicht nur Wissenschaftszweige, die in die Zukunft blicken, sondern auch jene, die einen Blick auf die Vergangenheit werfen. Und wenn wir einen genaueren Blick auf Vegapunk werfen, dann fällt auf, dass auch ein Vegapunk mehrere Berührungspunkte mit der Vergangenheit aufweist. So erschuf Vegapunk die Seraphim, die auf den Lunarian beruhen. Er erschuf Drachen, wie es sie zur Zeit von Ryuma gab. Und dann gibt es natürlich noch die Onis und nicht zuletzt die Teufelsfrüchte selbst, die natürlich ein Objekt der Gegenwart, aber definitiv auch eines der Vergangenheit darstellen. Und da Vegapunk der Experte in Sachen Teufelsfrüchten ist, können wir wohl davon ausgehen, dass Vegapunk zum Beispiel die Vergangenheit der Teufelsfrüchte studiert hat. Aber warum thematisiere ich speziell die Vergangenheit? Vegapunk ist eben nicht nur gut und böse. Mit Punk 6 haben wir einen weiteren Vegapunk, der die Charaktereigenschaft Gier besitzt. Vegapunk 3 und 4 stehen wiederum für das Denken und die Weisheit, wohingegen der 5. Vegapunk für Gewaltsamkeit steht. Wenn wir diese Eigenschaften miteinander verbinden, erhalten wir eine sehr graue Figur. Jemand, der sowohl gut als auch böse ist. Jemand, der mit Weisheit und der Gabe des komplexen Denkens gesegnet ist, aber auch jemand, der gierig ist und bereit, Gewalt einzusetzen, um sein Ziel zu erreichen. Und die Vergangenheit ist in der One-Piece-Welt diesbezüglich eine Goldgrube.
also was Informationen angeht, wobei die Vergangenheit nicht nur deshalb interessant ist. Aber konzentrieren wir uns vorerst auf diesen Aspekt. Das antike Königreich soll schließlich sehr hoch entwickelt gewesen sein und die Mondzivilisation war ebenfalls sehr hoch entwickelt, wie wir in der Coverstory von Enel gesehen haben. Ein Abstecher in die Vergangenheit lohnt sich also definitiv für Vegapunk, wenn es um den Erwerb von neuem, altem Wissen ist, wenn man denn so will. Und dass ihn dieses Gebiet interessiert, haben wir bereits unterschwellig in Kapitel 1063 gesehen. Dort laufen Automata rum, die Kleidung tragen, auf denen Begriffe wie Petrologie, Linguistik und Geschichte stehen. Alle drei Begriffe könnten durchaus mit der Forschung an den Poneglyphen in Verbindung gebracht werden, sind aber, wenn man sie kombiniert, sehr auffällig dahingehend. Petrologie ist immerhin die Steinkunde, Linguistik ist Sprachwissenschaft selbst, ein Forschungsfeld, in dem man sich intensiv mit den Bestandteilen, mit der Zusammensetzung der Sprache beschäftigt und Geschichte halt Geschichte. Steinkunde für den Stein, aus dem die Poneglyphe bestehen. Linguistik, um die Schrift und die Bedeutung zu verstehen, um dann die Botschaft der Steine lesen zu können und Geschichte für den allgemeinen Kontext oder auch ganz allgemein, um die Geschichte des verlorenen Jahrhunderts zu lernen. Es wäre schon ein merkwürdiger Zufall, wenn das nicht irgendeine Bedeutung und Absicht hätte. Außerdem gibt es bei Vegapunk eine weitere Brücke zur Vergangenheit, spezieller zur Mondzivilisation. Denn es besteht ein gewisser Link zu Enel, oder zumindest zu seiner Coverstory. In der Coverstory von Enel werden wir mit Dr. Tsukimi bekannt gemacht, der die Automata baut. Ja, richtig gehört, diese kleinen Wesen, die da rumlaufen und diese Begrifflichkeiten auf ihrer Kleidung tragen, sind nichts anderes als dieselbe Art von Roboter, die Dr. Tsukimi gebaut hat. Zumindest sehen sie ziemlich ähnlich aus. Und wisst ihr, wo es diese Roboter auch gibt? Richtig, auf dem Mond. Aber das ist nicht der einzige Link, der diese Fraktionen miteinander verbindet. Dr. Tsukimi stirbt, weil während er den Mond betrachtet, etwas auf diesem explodiert. Daraufhin reisen seine Automata auf den Mond. Wir sehen also, dass hier ganz bewusst eine Verbindung zwischen Dr. Tsukimi und dem Mond hergestellt wird. Nun ist es aber so, dass Dr. Tsukimi von derselben Insel stammt, von der auch Vegapunk stammt, nämlich Baldimore. Es ist also doch ein merkwürdiger Zufall, dass Dr. Tsukimi die Automata baut, die es damals schon auf der Mondzivilisation gab und dass Dr. Vegapunk dieselben baut? Nun, wie wir es also auch drehen und wenden, da ist irgendeine Verbindung zwischen dem Mond und Baldimore und damit auch Vegapunk. Aber was wäre, wenn er nicht nur eine Verbindung zum Mond, sondern vielmehr zu den Monden wäre? Richtig gehört, es wird mal wieder Zeit für das O'Hara-Mondmodell, nach welchem es 6 weitere Monde gäbe, die es mittlerweile aber nicht mehr gibt. Da ist es doch eine spannende Sache, dass Vegapunk seine ebenfalls 6 Gefäße als Satelliten betitelt und dass diese Satelliten merkwürdigerweise eine gewisse Verbindung zum Mond besitzen. So wurden zufälligerweise nach Edison und Pythagoras 2 Krater auf dem Mond benannt, nach Atlas wurde ebenfalls ein Mondkrater benannt und darüber hinaus ist Atlas auch der Name für einen der Monde des Saturns, Lilith ist der Name für einen fiktionalen dunklen Mond, von dem man mal dachte, dass es ihn gäbe, Shaka ist der ursprüngliche Name von Buddha und zufälligerweise spielt der Mond im Buddhismus eine tragende Rolle und Yog ist zumindest der Name für eine mesopotamische Sternenkonstellation. Also ich glaube, man kann durchaus sagen, dass eine gewisse Verbindung zwischen Vegapunk und den Monden besteht. Nachdem ich über all das geredet habe, ist eine Frage noch gar nicht wirklich gefallen. Eine Frage, die eigentlich für jeden Charakter essentiell sein sollte. Was für einen Traum oder ein Ziel verfolgt Vegapunk eigentlich genau? Bislang war das Thema nur am Rande wichtig. Ich habe bereits gezeigt, dass Vegapunks Ziel über das Helfen einer Fraktion hinausgeht, aber was genau dieses Ziel ist, ist noch schleierhaft. Und das ist eine sehr wichtige Frage, wenn man Vegapunk verstehen möchte. Was bringt uns die Erkenntnis darüber, dass Vegapunk eine Verbindung zu den Monden hat, wenn wir diese nicht in einen Kontext setzen können? Und wenn wir uns mal die wichtigen Figuren von One Piece angucken, dann sehen wir, dass sie alle irgendeine Art von Ziel verfolgen. Ruffy, der eine Welt der Freiheit will, Blackbeard, der herrschen will, Zoro, der zum besten Schwertkämpfer der Welt werden will, Akainu, der seine Art von Gerechtigkeit durchsetzen will und scheinbar sogar ein Imu, der sein System erhalten will. Zumindest wäre das die offensichtliche Antwort bei Imu. Aber was ist mit Vegapunk? Will er einfach nur forschen? Forscht er einfach nur des Fortschrittwillens? Oder gibt es tatsächlich etwas, das er mit diesem Fortschritt
erreichen möchte. Ich glaube, das gibt es tatsächlich. Und Kapitel 684 liefert einen dicken Hinweis darauf. Caesar Clown steht in diesem Kapitel stark im Vordergrund. Und wie wir wissen, hat Caesar einen kleinen, großen Vegapunk-Komplex. In dieser Szene geht es darum, dass Caesar sein tödliches Gas freisetzen möchte und er tut so, als wäre Vegapunk vor 4 Jahren derjenige gewesen, der dieses Gas produziert hätte und dass er eben nun als einen heroischen Akt ein noch schlimmeres Gas freisetzen müsse. Im Klartext, er tauscht die Rollen, verdreht die Logik. Er tut so, als wäre Vegapunk der Böse gewesen und als sei er der Gute. Er meint, er hätte versucht, Vegapunk aufzuhalten, dass Vegapunk der Herzlose sei und so weiter. Schließlich sagt er dann sinngemäß, und wenn die Weltregierung ihren Fehler erkennt, anfängt ihn statt Vegapunk zu ehren und zu fördern, dass er nur dann und wirklich nur dann die friedliche Welt seiner Träume erschaffen kann. Und da es in dieser kompletten Szene darum geht, dass er sich gut darstellt, da wo er schlecht war, und Vegapunk schlecht darstellt, wo dieser gut war, Vegapunks Lorbeeren einheimst, wäre es doch unpassend, wenn diese Aussage nicht dazu gehört. Vor allem, weil sein Monolog doch in dieser Aussage mündet. Verrät er uns hier also ganz verallgemeinert ausgedrückt Vegapunks Traum? Eine friedliche Welt? Halten wir diesen Punkt fest, stellt sich trotzdem eine Frage. Wie stellt er sich diese friedliche Welt vor? Und um die Antwort darauf zu finden, sollten wir uns die Gesellschaftskonzepte angucken, mit denen wir bereits vertraut sind. Denn es gibt 2 Konzepte, die stets miteinander konkurrierten. Dann wird auch deutlich, was die Monde damit zu tun haben. Es gibt die Ansicht der Weltregierung, eine Welt, in der Unterdrückung und Sklaverei ein fester Bestandteil sind. Die Himmelsdrachen, also eine ganz kleine Gruppe, stehen an der Spitze und jeder andere ist minderwertig. So versklaven die Himmelsdrachen denjenigen, den sie gerade versklaven wollen. Und wenngleich sie auch sehr viele Menschen versklavt haben, so haben sie es besonders auf die Angehörigen von anderen Rassen abgesehen, die bisweilen noch von der Grand Line geschützt werden, doch dieser Schutz bröckelt, dank Vegapunk, dahin. Auf der anderen Seite steht das antike Königreich, das eine Welt der Freiheit erschaffen möchte. Eine Welt, in der jeder, egal ob Mensch oder einer anderen Rasse angehörig, unter derselben Sonne gleich ist. Die Sonne ist dabei ein Symbol der Hoffnung. Die Welt wartet auf den nächsten Sonnenaufgang, wo alle Lebewesen unter derselben Sonne vereint leben können. Und auch der Mond wird durch die Sonne zu einem Symbol der Hoffnung. So reflektiert der Mond das Licht der Sonne und wirft somit selbst in der tiefsten Nacht einen Strahl Hoffnung auf die düstere Welt. So haben Sonne und Mond also eine symbolisch sehr wichtige Bedeutung. Aber der Mond ist eben noch mehr als das. Er war auch einst das Zuhause der Himmelsmenschen. Und wenn dieser Mond das Zuhause für ein Volk war, warum sollten dann die anderen Monde unbewohnt gewesen sein? Vor allem, weil es doch noch andere Völker neben dem Volk der Himmelsmenschen gibt. Viel logischer wäre es doch, wenn zum Beispiel die Riesen, die Mings, die Trontatas, die Fischmenschen, die Lunarian und womöglich noch eine andere Rasse, die es eventuell gar nicht mehr gibt, ihren eigenen Mond gehabt hätten. Nachdem diese aber zerstört wurden, mussten sie auf die Erde fliehen und wurden zum Ziel von Familien wie der Quixote-Familie, aus denen dann später die Himmelsdrachen hervorgingen. Warum die Monde zerstört wurden und was die Monde zerstört hat, würde den Rahmen etwas sprengen. Allerdings habe ich im 3. Teil meiner One Piece Megatheorie bereits sehr ausführlich darüber geredet. Während die Himmelsdrachen also diese anderen Rassen unterdrücken, so glaubte und glaubt gewissermaßen das antike Königreich, dass jeder gleich viel wert sei. Und diese Botschaft versteckt sich auch in der Flagge des antiken Königreichs. Ein großes Objekt in der Mitte, umgeben von 8 weiteren kleineren. Eine Sonne, die von 7 Monden und einer Erde umkreist wird, die aber alle gleich groß sind, was eben dafür steht, dass jeder, egal ob er von der Erde abstammt oder von einem Mond und auch vollkommen egal von welchem Mond, gleich viel wert ist. Das sind die 2 Konzepte, die auch im verlorenen Jahrhundert gegeneinander gekämpft haben. Aus unserer Sicht ganz klar gut gegen böse. Was aber hat das nun mit Vegapunks Traum einer friedlichen Welt zu tun, wenn dieser doch sowohl gut als auch böse ist? Ich meine, ich habe ja bereits aufgezeigt, dass Vegapunk ein sehr grauer Charakter ist. Nun, die Antwort wird euch vielleicht überraschen. Vegapunk träumt von einem ganz anderen Weg, den nur er allein erreichen kann. Ein Weg, der wie seine Figur selbst sehr grau ist. Bei weitem nicht so böse wie der Weg der Weltregierung, aber auch nicht so gut wie der Weg des antiken Königreichs. Wenn man sich anguckt, was diesen Konflikt geweckt hat, dann war der Verlust der Monde vermutlich der Trigger.
Nehmen wir mal die Geschichte der Fischmenschen als Beispiel. Die Menschen fürchteten die Fischmenschen, weil diese stärker als sie waren und anders aussahen. Also begannen sie, ihre Überzahl zu nutzen, um die Fischmenschen zu unterdrücken. Daraus entstand Hass und die Fischmenschen begannen ebenfalls die Menschen anzugreifen. Der Weg des antiken Königreichs wäre es zu vermitteln, klarzumachen, dass sie nicht gegeneinander kämpfen brauchen, weil sie alle gleich viel wert sind. Sie können Freunde sein. Aus unserer Sicht zwar eine sehr idealistische, aber auch die richtige und eine sehr gute Ansicht. Jetzt habe ich aber aufgezeigt, dass Vegapunks Charakter sehr viel grauer ist. Er geht also an diesen ersten Punkt zurück. Die Menschen treffen auf die Fischmenschen. Das ist der Punkt, wo sich erstmals Konflikt zwischen den Seiten anbahnt. Er analysiert also, was dazu geführt hat, dass sie überhaupt aufeinandertreffen und kommt zu einem Ergebnis. Die Fischmenschen mussten auf die Erde fliehen, weil ihr Mond, ihr Zuhause, zerstört wurde. Was also wäre für Vegapunk die logische Konsequenz, um den Frieden wiederherzustellen? Die Monde zu rekonstruieren, damit es gar nicht erst zu diesem Konflikt kommt. Und um diese These zu stützen, werfen wir zu guter Letzt einen Blick auf die Erfindungen, die im Kontext zu Vegapunk stets gehighlightet wurden. Vegapunk war Mitglied der Forschungsgruppe MADS, gemeinsam mit Caesar, Queen und Vinsmoke Judge. Und was ich jetzt für euch bereit habe, ist wirklich mindblowing. In Kapitel 840 erfahren wir, dass Vegapunk den Bauplan des Lebens entdeckt hat. Das hat dazu geführt, dass Vegapunk von der Weltregierung gefangen genommen wurde und fortan für sie arbeiten musste. Jedoch hat das nicht dafür gesorgt, dass er mit diesen Experimenten aufhört. Im Gegenteil, die Weltregierung ermunterte ihn sogar weiterzumachen. So erschuf er für sie nicht nur Cyborgs, sondern auch die Seraphim, die eine Kreuzung zwischen den Samurai und den Lunarian darstellen. Vegapunk ist mittlerweile also in der Lage, ein neues Lebewesen zu erschaffen und ist dabei nicht einmal auf den Mensch beschränkt. Außerdem ist er das Genie, wenn es um Teufelsfrüchte geht. Er ist in der Lage, eine Teufelsfrucht erfolgreich zu kopieren. Darüber hinaus kann er jedoch noch mehr. Er kann die Fähigkeiten einer Teufelsfrucht reproduzieren, zum Beispiel den Laser von Kizaru. Außerdem kann er die Fähigkeiten von Teufelsfrüchten in Objekte lagern. Ein anderes Gebiet, auf dem er sehr versiert ist, ist die Nutzung von Seestein. So hat er die Seesteinummantelung erfunden. Viel interessanter ist für diese Theorie aber der Aspekt Pyrobleuen, den er ganz gezielt nutzen kann, um die Atmosphäre zu verändern, wie wir im letzten Kapitel gesehen haben. Lilith verrät außerdem, dass sie denken, dass diese Fähigkeit irgendwann theoretisch überall genutzt werden kann. Und wenn wir all diese Punkte vereinen, dann entsteht ein Muster. Was würde es brauchen, um die Monde und ihre Zivilisation so zu rekonstruieren, wie es einst war? Vegapunk müsste in der Lage sein, einen neuen Mond mitsamt seiner Atmosphäre zu erschaffen. Offenbar glaubt Lilith, dass das früher oder später möglich sein wird. Also zumindest, dass sie eine Atmosphäre herstellen können. Da muss der Mond selbst erschafft werden und fruchtbar gemacht werden. Und wie würde das funktionieren? Etwa mit dem ganz gezielten Einsatz von Teufelsfrüchten? Nehmen wir zum Beispiel an, er nutzt eine Teufelsfrucht, um ein Objekt wie den Mond zu erschaffen, und dann nutzt er zum Beispiel die Frucht von Aramaki, um die Natur auf diesem Mond erblühen zu lassen. Und zu guter Letzt könnte er, insofern er irgendwie an deren DNA gekommen ist oder noch kommt, sogar eine ausgestorbene Rasse wiederherstellen, um die Welt tatsächlich so zu rekonstruieren, wie sie einst war. Und wer weiß, vielleicht ist das ja sogar die Rasse von Kuma, der ja irgendeiner speziellen Rasse angehören soll, wie wir zuletzt erfahren haben. Vegapunk träumt also davon, die Monde wiederherzustellen, damit kein Konflikt entsteht. Ob das den Konflikt lange aufhalten würde, sei mal dahingestellt, aber ich finde diese Möglichkeit auf jeden Fall sehr spannend. Und wer weiß, an jeden, der meine Emu-Redline-Theorie gesehen hat, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum Emu es nun auf seinen Kopf abgesehen hat. Denn demnach wäre ja so ungefähr das Letzte, was Emu wollen würde, eine Wiederherstellung der Monde. Lasst mich jetzt also noch wissen, was ihr von dieser Theorie haltet. Lasst mir gerne auch noch eine positive Bewertung und ein Abo da. Hier links geht es zu besagter Emu-Redline-Theorie. Und wer lieber vorne bei meiner Megatheorie anfangen möchte, kommt rechts zum ersten Teil der Reihe. Ciao und bis zum nächsten Mal.